Fall, Huda, bitte, wenn schreib du das Video ihn. Siehst, Digga, du bist gerne hier in dem Bunker. Nein, nein, schreib mir. Ja, ja, klar, schreib mir, du bist genau. gerne im Bunker. Nein, bist du nicht. Ich lass dich ein. Ich lass dich nicht ein. Oh, und jetzt, du bist weg. Ah ja, wenn, also, wenn du kommst und hier nicht erwünscht nein, bist. Nein, also ich will das Ding machen, aber ja. Also ich will, dass sie kommt. Aber er kann sie noch einladen, er kommt safe. Ich will, dass Huda kommt, Digga. Er kommt safe. Ich will, dass Huda kommt, Digga, das geht nicht, ehrlich. Huda, einmal im Bunker. Mich steht schon wieder... Versteht ihr? Ewa. Dunja am Start hier. Leute, ich schuf meine Mutter. Boah, die Qualität ist auf jeden Fall on point, Digi. Ja, ich habe versucht mit mir irgendwelchen Mikrofons habe ich gesucht. Guck mal, ich habe einfach irgendwelche Kabel mit so Mikrofon-Dingen gestellt. Nein, das Problem ist, dass die Qualität ist anscheinend so wegen Rendern und so. Ja, die hat irgendwie falsch gerendert oder keine Ahnung. Die hat bestimmt über WhatsApp das Video jemanden geschickt, den Cutter, und der hat es dann geschnitten. Und wenn du bei WhatsApp was schickst, dann ist die Qualität broke. Deswegen immer Dropbox oder Google Drive und so, dann bleibt die Qualität gleich. Oder AirDrop oder so. Ah, ja, wenn du so machst, dann ist Quatsch. Und da, keine Ahnung, Leute. Wir mussten damit klarkommen, ein, zwei Tage. Ich habe welche aus Internet bestellt. Wir gehen heute trainieren, Leute. Wie viel schafft ihr? Mit Huda einen Tag trainieren, Digga, trau. So durchzuziehen, aber ohne Lügen. Oder hörst du das? Wenn du mal mit ihm trainieren willst, schreib ihn einfach. Safe, Digga, safe. Er kommt dann zu dir. Bin da, glaub mir. Gar kein Reden auch und so. Ohne Scheiß. Oder sie kommt einfach hier hin. Wäre auch gut. Nein, nein, du kommst nicht hier hin. Doch, ich will doch. Ich aber nicht. Ich aber. Wer bist du denn? Wenn ich nicht will, glaube ich. Ich werde mit Eiern und so ab. Nein, geht nicht. Schlüssel zu und dann mal gucken, was du machst. Durchziehen, nicht dieses dreimal machen und dann aufgeben. Nein, nein, wir machen das jeden dritte Tag. Ja, ich meine... Nein, nein, ich meine dieses... Nicht diese drei Übungen und dann nach Hallas. Nein, Bruder, zieh durch. Nein, wir machen eine Stunde. So 45 Minuten. Und es werden einmal in der Woche oder einmal jede zwei Wochen solche Videos kommen, wie wir Sport machen. Ja. Ich wollte sagen, Nathan treibt auch viel Sport in der Zeit, Huda. Klar. Falls du es auch durchziehen willst. Huda, du bist gerne hier. Er kommt gerne, er kommt gerne. Du bist nicht Huda, eingeladen. Huda, bei mir ist sie eingeladen. Du bist nicht eingeladen. Dein Gast, sie ist mein Gast. Du bist nicht eingeladen. Auf jeden Fall. Ah ja, das erzähle ich später dann. Ja, wir haben uns auch im Gym angemeldet, ne? Wir haben auch im Dezember eigentlich gut durchgezogen, aber dann kam diese ganze Schnelltest-Sache und so und seitdem nicht mehr im Gym, sondern Home-Workout. Und wir sind nicht geboostert. Ich bin nicht. Weil wir kommen jetzt oft das hier und wir trainieren oft das hier, Leute. Und ja, die muss ich ja anmelden. Ja, Leute, wir gucken jetzt ganz kurz, wie viel ich wiege. 49. Boah, ist gar nichts, Digga. 49? Gar nichts, ne? 40 Kilo, Leute. Cold. Ich wiege einfach das Dreifache, Digga. Und das stimmt sogar. Okay, doch nicht, genau. Ein bisschen weniger. Leute, check mal. Chabusa. Chabus, also brutal. Geht nicht, Pop. Schießt kommt du? Mies, Alter. Der wär's wrong. No, man. Machen jetzt ein Foto, Leute. 3, 2, 1 und machen. So Leute, wir werden jetzt unsere Fotos sehen. Man muss die Karte nur hier drücken. Jetzt bist du jetzt hier angemeldet. Ziehst du es durch? Willst du es durchziehen? An wen denn? Ich will es auch mal. Ja, sag ich dir gleich. Sama. Sama. Okay. Leute, das ist unsere Foto. Ja, okay, cool. Danke, ne? Lässt du mich hier hängen, oder was? Die lässt sich einfach hier hängen, die kleine Kribbe. Normal! Geht, Leute, für jeden Fall. Naja, skrrt! Schon hier angekommen, wie gesagt. Period. Und wir haben schon gerade die Donja angemeldet. Ewa. Ja. Und es wird jetzt gleich abgehen. Auf ja, Fall. Aber cooles Gym, Digga, die dürfen da filmen, ne? Beste Leben. Wir mussten da hinten unsere Sachen ab kurz hinlegen, ob die geklaut werden oder nicht, weiß nur Gott. Okay. Wie wollen wir das jetzt machen? Wisst ihr, ich bin ein bisschen dünner und so und ich ertrage nicht so viel Gewicht. Deshalb. Ich bin ein bisschen dünner, sagt ihr, ja? Ist also vorhin. Ich bin ein bisschen dünner, hör mal. Ich bin ein bisschen dünner und so und ich ertrage nicht. Ein bisschen dünner, weißt du, die hat dünner ein bisschen lang gezogen. So viel Gewicht? Dünner. Deshalb nehmen wir einfach so 95 Leute auf lockere Waffen.
Ah nein, das ist schief. Nein, ja? Komm mal her. Ich habe mich gerade verwirrt. 35. Nein. Ich liebe diese Frau, ehrlich, Digga. Die hat einfach verwechselt, Digga. Nimm das nicht. Ja, Mama, ne? So, Leute. Wie sieht sich das Ganze anfühlt? Wie im Pronas. Spaß. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Nomad. Ich hab's irgendwie schon hingekriegt, Leute. Okay. 1, 2, 3, Beinpress. 4, 5, 6. Nicht komplett ausstrecken, deine Beine. 10, 11. Ja, easy going, Digga, ne? 26, 27, 29, 30. Ich glaube, wir machen gerade Übungen falsch, aber. Scheißegal, das ist schon schwer genug, Junge. Naja. Na ja, Digga. Naja, Digga, einmal müssen die mit mir trainieren, Digga. Ich bring denen bei, wie man groß, breit und muskulös wird. Breit, 30. Junge, deine Karte ist noch nicht. Die Leute. Ja, komm. Ewa. Das letzte Mal, was ich gemacht habe, war vor keine Ahnung was, aber ich muss. Kennt ihr diese Leute, diese... Eine Hand? Schaffst du das? Michel war damals auch in diesem Game drin und so. Ratschlag und so, dies, das, Digga. Ja, kannst du immer noch? Verlernt man nicht. Boah, natürlich, du kannst aber noch verlernen. Ja, ich hast du auch gesehen jetzt, bestes Beispiel. Verlernt. Nein, nein. Okay, zweite Versuch. Ja, okay, ich versuch jetzt. Really, nigga? Naja. Akzeptieren wir einfach mal so, ne? Skrrr. Was war das? Ich bin vor einem Bruder, was war das? Ich bin einfach auf Fresse. So, irgendwas. Oder ich schwöre, diese einfache Gym gegangen, ohne Plan von nichts, ohne irgendjemanden, der sich da auskennt, einfach hingegangen und gucken, was man machen kann, Digga. Aber es ist gut, dass wir es wenigstens machen. Ja klar, ist immer gut, aber du kannst auch viel falsch machen, Digga. Ne? Deswegen Videos gucken und so, ist nicht schlecht. Ja, weil ich auf die Fresse gekommen bin. Ey, das war krass. Wir gucken jetzt hier die Übung, wir versuchen die zu machen. Wir müssen mal aufwärmen. Wir haben uns gar nicht aufwärmen. Was kann man damit machen? Also, weißt du, was machen wir so? Achso, die kleine und die große Kilo. So hoch und zu lösen. Boah, ich brauch auch Kurzhanteln, Alter. Das ist auch schon wichtig, ne? Ehrlich. Ich kann auch gut. Wow. Leute. Ola, das ist Training. Ich glaube, das war's für heute. Ich will einfach. Geiles Training! Yes, sir! Rausgehen, Leute. Wir brauchen einen Trainer oder eine Trainerin. Ja, ehrlich. Richtig. Klar, man braucht immer Einführung, ne? Ich hätte auch am Anfang bestimmt viel falsch gemacht. Deswegen, Einführung ist gut. Die uns trainiert, Leute. Was denkst du? Laufbahn, ja, ja. Eigentlich läuft man sich auch immer warm und so, ne? Am besten, Digga. Aufwärmen, auf entspannt. Aber lass noch einmal kurz so ein bisschen rennen und so. Ja. Ah, Mann, da vorne ist die Laufbahn. Oh, Kai, die sagt das, was du denkst, Digga. Ja, okay, komm. Das ist mein Ernst. Nomad. Dunja, wenn Ausländer willst du Leute, das ist umsonst, Alter. Komm, mach mal. Füll mal aus, Alter, Bruder. Wie geht das? Also erstmal willst du Wert leisten? Warte, so. Willst du wirklich Wert leisten? Warte, ja, Mann, mach das. Ewa. Warum nicht, Leute? Wir haben nicht mal Flasche was. Wasserflaschen mitgenommen, Alter. Stopp, Alter. Schmeckt das? Sag mal. Schmeckt. Keine Ahnung, wie ich studiere. So, Leute. I want it to go. Ja, okay, Leute. Wir machen jetzt
Davon 30. 30. Okay. Ich habe das so YouTube gesehen. Beine ein bisschen breit. Anlassen. 1, 2, 3, 4. Los! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Ohne Gewicht der Beinpresse, Digga, stark. Leute, bis jetzt ist es ein bisschen anstrengend geworden. Ja, ihr dürft nicht vergessen, ich mache keinen Sport und die wiegt 49 Kilo. Ja, klar. Okay. Krass, gell? Ja. Leute, das ist zu anstrengend eigentlich, aber wir ziehen es trotzdem so durch. Und jetzt macht, eigentlich, wir haben uns nicht mal aufgewärmt. Aber ja, trotzdem, Leute, mit der Zeit werden wir das lernen, aber wir geben uns Zeit beim Lernen. Die drückt einfach irgendwas. Weil er nicht mal 10 Minuten und schon die Karte verloren. Ich glaub's nicht. Joa. Sure. Wir haben die Karte verloren. Meine. Die hast du doch nie gehabt. Doch. Ich hab doch vorhin ein Bild angeguckt. Ah, ich hatte die doch gehabt. Ja, hab ich doch gesagt. Erzähl, erzähl. Also ich hab selten so professionelle und engagierte Damen am Training gesehen wie euch beide. Really, nigga? Digga, das muss aufhören. Digga, Kata, ey, Digga, reicht langsam. Ja, du weißt selber, Digga. Wir müssen sie dort suchen und jagen. Da habe ich nicht mehr reingeschnitten. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also man muss zugeben, dieses Studio ist ja schon groß. Ja. Und dass man euch, also euer Training, eure Kraft, hört man einmal quer durchs Studio. Da wäre man verarscht, Digga. Dann merkt, wie gut ihr seid. Ich küsse dein Herz. Ja, immer so. No, man. So, Leute. Komm mal da, ich erkläre dir kurz, lass mal in diesen gelben Raum. Also Leute, wie gesagt, ich glaube, wir lassen es heute schon sein. Wir gucken uns irgendwelche YouTube-Videos, irgendwelche Sportübungen und wir kommen hierher und wir machen die Übungen irgendwie richtig. Weil ich habe den Gefühl, wir machen die nicht richtig. Wir gehen jetzt einfach fett essen. Den Gefühl lügt nie. Weil ich habe so Hunger. Und ja, hast du Hunger? Ja. Ja, komm, Ewa. So Leute, ich habe mir Adana Kebab geholt mit Salat. Und Reis und einmal bei Dedonia auf lockere Basis, Leute, ihr wisst Bescheid. Und jetzt, wir essen jetzt fett, Leute. Und das war's, Leute. Es kommt jetzt noch ein kleines Statement. Ich muss euch jetzt was Wichtiges sagen und mitteilen. Wird ihr gleich mitbekommen, Ewa. Leute, ich muss euch noch was mitteilen, beispielsweise mein Account, ich war unaktiv, es gibt natürlich bestimmte Gründe dazu. Beispielsweise mein YouTube-Kanal war weg, das Passwort wurde geändert und mein YouTube-Kanal habe ich natürlich mit meiner E-Mail verknüpft. Aber die E-Mail, das Passwort wurde irgendwie auch geändert oder gehackt, einer von den beiden. Deswegen konnte ich keine Videos hochladen. Deswegen, Leute, habe ich jetzt so schnell wie möglich ein Video, ich möchte jetzt so, also ich gebe natürlich Gas. Gut. Und ich habe euch mittlerweile vieles versprochen, beispielsweise es werden so krasse Sachen auf euch zukommen. Es werden auch richtig krasse Sachen auf euch zukommen, nun ich hatte das YouTube-Kanal nicht. Und noch was, Leute, ich fahre in einem Monat oder in 3 Wochen, ich weiß jetzt nicht genau, aber ihr könnt meine Insta-Stories immer wieder abchecken. Da gebe ich immer wieder Bescheid, was Tatsache ist. Ich war in der Schweiz, in Zürich und drehe mehrere Videos. Boah, nimm mich mit, Huda, ich bin dabei. Safe, Digga, ehrlich. Das heißt, wie Tinder und alles. Ich hab. Kann man machen. Okay. Ich hab mir ein paar Sachen einfallen lassen, was krasses, was richtig unterhaltsames ist für diese Plattform. Wie gesagt, lass mich einfach überraschen. Und ja, das war's dann. Krasses Video, Digga, krasser Tag mit Huda Sanchez. Hätte das Video auch einen Tag im Gym verbracht. Erstmal im Gym, Digga.